Es gibt einen anderen Ort. Das ist ein anderer Ort tatsächlich. Weil der Erleuchtturm ist. I'm a captain, not a doorstop. Also der ist. Ich habe keine Ahnung, ob das hier dieses Schiff sein soll. Ist das Schiff dann vorne irgendwie 10er? Vom roten Flagge oder? Das rote Ding, ja. Nee. Aber das hier vorne ist. Wo war das hier vorne? Wo bist du denn? Ja. Das hier, wo die Bar war? Also da waren auf jeden Fall hier drei Palmen davor, ja. Scheiß Fliege, ey. Drei Palmen war auch davor. Das müsste genau da irgendwo sein. Also da, wo drei Palmen noch waren. Guck noch mal drauf. This is fine. No, really. I like it down here. Doch, das müsste. Doch, da vor. Also es ist genau zwischen zwei Planken. Also da, wo der Übergang ist, zwischen diesen Übergängen. Übergehen? Genau, hier, da, also hier, diese Planken hier, die Planke und die Planke, das ist genau hier in der Mitte, also hier ungefähr. Ja. Guck mal, wir alles finden hier. Aufschließen, wir brauchen eine Schlüssel dafür. Na dann, suchen wir. Armer Duckys Schlüssel. Wollen wir uns nochmal genauer umgucken? Ich werde mal ganz kurz den Weg nochmal lang laufen. Was? Swap the Pokédex? Nee. Bevor ich da lang laufe, ich gehe nochmal kurz zurück. Hier ist nämlich noch eine Ruine, die wir nicht gesehen hatten. Ah, hier kommen wir wahrscheinlich später hin, weil hier ist nämlich die Brücke noch unten. Da kommen wir wahrscheinlich gerade noch nicht hoch. Außer du hast einen Hebel irgendwo, aber ich sehe jetzt erstmal hier keinen. Man kann nicht schwimmen, aber ich glaub's auch nicht. Komm mal her, wo die Bar war. Wo haben wir jetzt eigentlich die Kiste dahingestellt? Na, bei den, ich wollte euch fragen, ob sie da steht. Ja. Stell dich du mal auf das, den Kronleuchter. Kannst du irgendwo ran? Nee. Mach mal hoch, ein bisschen nur. Mal kurz mich. Ah, scheiße. Ja. Ich sehe auch nicht, wenn das Seil hier mit drin ist. Nicht da oben ist irgendwas, ganz oben. Da drüber. Oh. Können wir rüberbacken? Da ist nämlich auch eine Kiste, wenn ich das sehe. No. Aha. Ach so, ein. Hier ist ein Buch. Die Beute des Lebens vom verwunschenen Captain. Jahrelang waren Hunger und Elend bei uns erster und zweiter Offizier, aber endlich sind wir reich. Meine Crew und ich segeln so uns die Wellen tragen mit dem Frachtraum voller Schätze. Es hieß, die Sea of Seas sei voller Beute und man binde mich kopfüber an den Mast, wenn das nicht die Wahrheit war. Wer wusste, dass Piraten tatsächlich recht hätten, was? Aber ich behalte besser im Kopf, was einen riesigen Schatz zu haben. Dass einen riesigen Schatz zu haben und ihn zu behalten zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Ach, ein eigener Unterschlupf wäre was Feines. Bis ich den richtigen Ort für meine Plündergut finde.
habe ich meine Crew angewiesen, sich von den Außenposten fernzuhalten. Wir verlassen die COCs und setzen unseren eigenen Kurs, wenn nötig. Seltsame Sache. Wenn die Juwelen, aber es... Wenn die... seltsame Sache. All die Juwelen. Aber es gibt das eine, was ich nicht loslassen kann. Hab es gerade wieder in meiner Hand gefunden. Sollte ich vor der Crew verstecken. Man weiß es, man weiß ja nie. Ja, kurz zurück, kurz zurück. Ja. Hab den nächsten Schatz gefunden. Oh. Das ist Leuchtturm, stimmt, da links ist der Leuchtturm. Na, das ist da hinten, wo der Goldhaufen war. Da oben war? Oh nee. Ah nee, warte mal. Doch, das ist da. Das ist ein kaputtes Boot. Ja, das ist ja das rote Boot, denke ich mal. Das da war da. Ja. Ich, das ist das rote Boot und da ist da hinten mit. Ich will's mal kurz hin. Schnauze, Dude. So, Spiel. Lässt du mich jetzt hier irgendwo hochblättern? Danke. So, hier ist das rote Boot links neben mir. Ich renne jetzt dran vorbei. Das rote Boot hat auch die Tür vorne zu. Jetzt muss ich mir sagen, wie weit ich rennen soll. Das ist halt schwierig. Also, kann ich jetzt nochmal Glück erklären. Das ist halt auf einmal, glaube ich, das irgendwie an der Wand irgendwie dran vorbei. Denk mal ungefähr, wo der Schatz vergraben wurde dort. Der Ding. Da muss da ungefähr ein Gebiet sein. Denk mal, wir müssen den Plünderer suchen. Ist da noch so ein Stein in der Mitte irgendwie gekennzeichnet? So ein Stein in der Mitte und da, weiß, also, da ist ein wo du mehr rumlaufen kannst. Da ist ein großer Stein zu sehen, aber der ist halt eher links vom Stein. Also der ist relativ schwarz, der Stein dort. Ich hoffe mal, ist auf, ich hab Du musst dahinter, den Hügel gehen. Hinter den Hügel. Also jetzt will ich gerade, kann ich ja nur sehen. Jetzt musst du, ich bin jetzt am Heck von dem roten Schiff. Hinten beim roten Schiff bin ich jetzt gerade dran. Du musst weiter rechts laufen. Weiter rechts, also weg vom Schiff an dem Stein dran bleiben, ja? Genau, an den Gebirge dran bleiben. Weil irgendwie einen Weg nach oben geben würde, oder noch irgendein Weg weitergeht. Nach links. Genau. Und da ist. Und dazwischen ist da noch ein Stein noch. So mit noch ein Feld. Ja, genau. Und dazwischen, zwischen der Wand und den Felsen, da ist das Kreuz markiert. Und da drüber ist irgendwie so eine helle Fläche. Ich guck nochmal kurz selber drauf. Ich weiß ja ungefähr, wie es jetzt hier gerade aussieht. Wenn nicht, wirst du es gerade finden, weil du es gerade noch gemerkt hast, aber... Junge, hör auf zu labern. So, an der Wand vorbei. Drücke weiter. Dann geht's hier nach oben und hier ist das Steinchen. Der verwunschene Captain ist in seinen Käfig zurückgekehrt. Na gut. Doch, eigentlich muss es sein, dass er hier vergraben ist. Da habe ich ja schon, versucht schon zu suchen. Denk mal, wir müssen den Räuber hier suchen, der geklaut hat. Ach so, und deswegen Das ist meine Vermutung, wir müssen den Räuber suchen. Avast! I said Avast!
Aber sagt mir jetzt nicht, wir müssen. Achso, ist im Käfig wieder drin, okay. Aber hier ist auch Gold. Ich hier hinten beim Leuchtturm geht's lang. Hier ist auch Gold beim Leuchtturm. Ja, stimmt, ich geh jetzt den Weg mal hinterher, den Goldspur hinterher. Und der geht dann hier lang. Hier ist Goldspur. Hier hinten! Beim Leuchtturm, hier bei mir. Ah! Armer Duck entdeckt. Der hat doch einen Schlüssel. So. Boten. Okay, Gräber, Ergebung. Spuckt Erde aus. Oh, da ist der arme Duck aber ein ziemlich Frosch im Hals. Nach so langer Zeit in der Erde und nicht mal ein Regenwurm als Gesellschaft. Ich hab einen Egel. Wenn ja, dann bist du von der richtigen Skelette. Der arme Duck wurde von Neuteren ausgeräumt und dem Untod überlassen. Nur weil ich den Glücks hatte, was für die Rente zurückzulegen, bevor der arme Duck sie's versah, wurde er unter die Erde gesteckt und zum Verrotten verdammt. Ich hab noch meinen Schlüssel, aber ohne die Schatzkarte ist es nichts mehr wert. Würde mich nicht wundern, wenn irgendwelcher Abschaum hier in die Stadt zurückbrachte. Die Beute teilte ich gerne mit dir, wenn du den Schatz finden kannst. Ich mach dir keine Hoffnung. Herzlich wenig ist davon in Sailor's Grave übrig, und das ist die Wahrheit. Aber lass dich nicht stören, ich liste weiter all meine begabenen Fehler auf, in alphabetischer Reihenfolge. Aber lass dich nicht stören. Also. Ja, gute Truhe. Schatz. Ah ja. Genau. Dude, Regenwürmer hast du genau neben dir gehabt. What's wrong? Don't tell me you forgot all about me. Schatz für die Toten. 1000 Gold halt. Oha, das ist die ganze eindeutig Duggies Schatz. Oh, was für ein glorreicher Tag. Mal sehen, ob mein Schlüssel noch passt. Dann zeige ich, was drin ist. Also Schlüssel nehmen und auf! Der nächste Schlüssel. Ups. Medaille von Arm Ducky. Was machen wir jetzt damit? Wollten nicht die Dudes den haben, die Schachspieler? Oder was wollten die? Nee, die wollten ein Rezept haben. Die Dudes wollten ein Rezept haben. Also ein Bierrezept, glaube ich, war das. Dann lass mal hier links nochmal hingehen zu dem anderen. Aber ich kann nochmal nachlesen. Ich denke mal nicht, dass sie Medaille wollten, dann eher. Spezialrezept von Captain Bones. Ja, der ist dann hier. Glaube ich. Bist du nicht Captain Bones? Du bist wirklich der Captain nur erstmal. Nee, er ist nicht. Der möchte ja nichts. Nee. Auf dem Schiff gab auch nicht mehr hier, das andere Schiff. Ich denke mal, wir müssen weiterspielen, ein bisschen, um mit mehr rauszufinden, oder? Ist da unten noch einer? Achso, nee, ist nichts. Möchte einer von euch noch was haben? Kettle Splash Tails.
Also hier ist nix. Follow the sound of me voice. Nee, wir können vielleicht nur nicht gehen ohne den Mongo. Wo hast du die Nachricht gelesen? Kannst du da was nachlesen? Was? Welche Nachricht? Nee, weil du meintest, dass du wegen dem Dude hier. Deine Medaille, oder? Da drauf die Medaille ist. Wenn du los ist, steht da Medaille drauf. Medaille des armen Dupes. Aber wir brauchten eine Medaille, das war eben meine Aussage. Achso, dann nehme ich die Schatztruhe mit. So. Kann man den Schädel da reinschmeißen? Von den Dudes. Aber was war denn eigentlich da oben gewesen? Tür. Na, da war auch ein Schlüssel. Ein Schlüssel, ja. Need your hands free, eh? I understand. Einen verwunschenen Captain nicht platzieren. Ist sehr nervig. Forgot all about me. Es gibt einen anderen Weg dahin zur Flaschenpost. Na dann nehme ich die Schatztruhe mit und du nimmst den Schädel und dann machen wir weiter. Can anyone hear me? Ah, wir sind hier. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Da. Wollen wir, da hinten leuchtet was. Komm mal hoch. Ich weiß, die Flasche. Aber wir müssen anders lang können. Wir müssen irgendwie aufschließen, die Tür. Alles klar. Let's go, dann gehen wir weiter. Warte mal. Ich schmeiß mal kurz die Kiste nach unten, genau neben dem Dude. Sollte ja noch klappen. Setz die auf Seas, genau. Ich will mal kurz hier in den Crack nochmal reinfallen. Better have a good reason for leaving me behind. Ich glaube, hier soll man nicht hin. A town for pirates, built by pirates. I'm amazed it hasn't fallen to ruin. Ist gerade schon weitergegangen? Bin auf jeden Stücke weiter drin gegangen, aus Versehen Platz 2 fast genauso weit gewesen wie vorher, aber bin glaube ich eben 2 Schritte weiter gerannt. Und dann wollen wir nachher gucken bei den anderen Piratenschiffen, die Tor. Okay.
Okay. Aber was ist denn eigentlich links da noch? Was sind an dem Steg schon drauf? Ja, da ist nichts. Okay. I know you can hear me, ye cowardly curs. Drop what you're doing and get this bridge in order. We've a ferry to catch. Alter. Oh, die Sklaven. I suppose I should tell you a story. But when we sailed into the Sea of the Damned, it were a happy accident, for we were fleeing our enemies with a hold packed full of their plunder. By and by, me crew starts to grumble about returning to the living world. But I'd have soonest stayed with me loot for all eternity, rather than risk it out on the waves. Ich gerade mich um, ob jemand hier eine Dings ausgeben kann, aber nee, keine Dublung. Ja, hier draußen kann man lang. Also wie viel Essen hier ist. Wenn du auf 5 runterfällst, denk mal. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Hier ein Drehwurm, ey. Hier ist ein nächstes Buch. Lass uns mal quatschen. I'm not what you'd call knowledgeable about contraptions and whatnot. If I can borrow a body, I might be able to help. See if you can't set me down on that headless heap of bones over there. Nee, noch nicht. Räumt und doch vertraut vom verwunschenen Captain. Gerade flüchtete ich. Also musst du auch noch anklicken, damit du ja den Dings-Eintrag kriegst. Gerade flüchtete ich, die Langeweile im Nebel würde mir den Schädel sprengen. Da hörte ich Land in Sicht vom alten Worti, aber froh klang er nicht. Vor uns ragte das Land auf, aber so nah, dass wir nicht den Kurs ändern konnten, bevor der Wind uns in die Felsen trieb und unser Schiff zerschellte. Wir erforschten die Grotte und sahen noch mehr zerstörte Schiffe und einen großen Leuchtturm. Seltsam, meine Crew schwört, dass es den früher nicht gab. Tja, wir haben das Leuchtfeuer entzündet und ich habe, wen aus der Crew zum Leuchtturmhüter ernannt. Solange nur das Licht scheint, wird uns schon wer retten. Bis dahin bauen wir uns einen Unterschlupf aus, den Schiffswracks, vielleicht sogar eine Taverne. Schon merkwürdig, wie heimlich sich das hier plötzlich anfühlt. Ja. Kann man hier hochklettern? Jawohl. That there body looks like a fine fit for me skull. Kann man noch nicht entzünden? Ding mal, wenn ich den Kopf drin packe. Hier ist noch eine Laterne, kann man die anzünden? Nein. Nee. Okay, na dann. Auf. New body at last. Not as handsome as my old one, but they say beggars can't be choosers. There, it's just like sailing a sloop. Ye never forget how. Now, let's see if we can't find some clue as to set this place ablaze once more. First, see if you can't light the brazier with that fancy flame of yours. Of course, lighting up the town is all well and good, but you'll need to point your flame out to sea if we're to call the ferry. Okay. Aber ich kann's hier nicht anzünden. Doch, kann ich jetzt so. Jetzt kann ich. Jetzt geht's. Aye, that's the way. Though I think it looked better in the dark. Now, to get the ferryman's attention. Ah. Ich muss mich einmal komplett rumdrehen, aber dann muss ich jetzt da nach oben.
denke ich mal, du musst jetzt alle fucking öffnen. Kannst du bei dem anderen ran? Bei dem anderen Steuerkreuz? Anderen? Nee, zwei Steuerräder. Kannst du da auch rangehen? Dann kannst du nämlich nach oben ziehen. Ja, siehst du. Die verdammten blinden Passagiere. The mists are clearing. Let me try and get a better view. I see sails on the horizon. Well, yeah. There she be. The Fairy of the Damned. Though you'll find no welcome passage on her decks. Those hooded fellers are what you might call in charge around here. And they won't suffer the living to board her. The only way ye'll sail aboard that ship is to stow away. I wonder if their little secrets still be stowed about here. Ach, guck mal. The key to me cabin. After ah, der Schlüssel. Years, the keeper took it when he ratted me out to the others and they set upon me. Me ship will be a sight for sore sockets, sure enough. But this moldy old body won't last 5 minutes out there, so I'll need ye to be my transport once again. At least till we reach me ship. Take me to me ship with the red sails, and I'll see ye safely aboard that ferry. Alter, der kann nichts dafür, Junge. Ah, und er. Alter, wie er dich angrinst. Bei Wunsch der Captain nehmen. Dann nehme ich. Dann müssen wir trotzdem immer noch die Duplone irgendwie einsetzen können. Kann man, ist hier unten Wasser, kann man einfach reinspringen. Hilfe! Alter, wie ich da einfach im Boden festgesteckt habe. Also ich kann mir immer noch vorstellen, wir müssen immer noch die Duplone irgendwo hier draußen irgendwo abgeben. Ja, ich denke mal, wir müssen ein bisschen weiter öffnen, da ich die Bereiche. Jetzt kommen wir weiter. This next bit needs a fine touch. Set me down the top that escalator. Dann. There's a secret nearby. I can smell it on the wind. There she be, me golden hair, the fastest ship on the seas. By my reckoning, no one ever dare tell me different. A piece of advice, always have a secret way back onto your own ship. To me cabin! Ich denke mal, solange wir nicht auf die Black Pearl aufkommen, ist das eigentlich egal. Ist nicht die Black Pearl, das ist die, das ist ja die Fähre von Ferry of the Dam. Das ist ja von dem Fährmann. Sorry, Captain. We just got carried away. We didn't mean nothing by it. I said, we never should have mutinied. Good to have you back, Cap. Sure, I used to be taller than this. This key let you through the side door in my cabin. For here is where we be parting ways. There's a rowboat over yonder that'll carry ye onto the ferry. Quiet as a church mouse. But I wonder, do ye really know what's waiting for ye below her decks? Not all treasure is silver and gold. Me crew are free, and me conscience is clear. But I've still plenty of thinking to do. Perhaps one day we'll meet again.
Now take the key and be off with ye, before ye find yourself trapped here for good. Kajutenschlüssel. You've made an old sea dog happy today. This key's the least I can do. Ah, mit der Belohnung. Okay. Also das ist wahrscheinlich jetzt die Belohnung, die wir unten kriegen. Hier ist das Buch noch. Licht aus.